Moin Leute und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von EEP. So, in der letzten Folge ist ja hier die, zumindest das eine Streckengleis mal fertig geworden. Wird schon mal eingeschottert. Ja, die Bogenweite, die sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, weil die halt auch ein bisschen viel Technik. Ja gut, nicht viel Technik, das ist jetzt weich ausgedrückt, eher sehr zeitaufwendig im Bau ist. Weil ich halt damit mehreren Zahlen immer hantieren muss und so weiter und so fort. So. Aber damit bin ich jetzt erstmal fertig. Jetzt geht es erstmal darum, in die andere Richtung zu bauen. Die andere Richtung ist halt, mal sehen, eventuell kann ich die Anlage noch verlängern. Dann würde ich aber sagen, dass in die Richtung verlängert wird, dass dann hier ein bisschen Landschaft noch entsteht und dass hier so gelassen wird. Nebenbahn, na gut, die geht sowieso hinter Ferner liefern, die geht jetzt über die Anlagen ganz drüber hinaus und dann war es das auch. Muss dann halt sehen, wie ich das jetzt realisiert bekomme. Sozusagen die Gütergleise zu verlängern, das Hauptdurchgangsgleis zu verlängern. Und dann schauen wir mal weiter. Schließlich soll ja irgendwann hier auch mal ein Zug rollen. Jetzt die Frage, was nimmt man da für eine Gleislänge? Das Durchgangsgleis, also zumindest das hier in der Mitte, würde ich schon mal locker 700 Meter lang machen, damit hier ohne Probleme ein Güterzug durchrollen kann. Jetzt aber halt die 700 Meter jeweils zwischen Signal und Signal. Ich habe hier hinten gehen, ja, jetzt kommt 60 wieder durch. Kein ETCS. Bei ETCS wäre der Durchrutschweg, da wird er standardmäßig auf, was war das, glaube ich, 50 Meter festgelegt. War es ETCS oder war es LZB? Doch hier nebenbei, doch, das Internet offen. Muss ich tatsächlich immer nachschauen. Okay. Also mit LZB in Verbindung mit dem Systemsoftware SIR Elke liegt der Durchrutschweg unabhängig von der Einfahrgeschwindigkeit bei 50 Meter. Ansonsten braucht man bloß auf die Geschwindigkeit achten. Dann wird der Durchrutschweg je nach Geschwindigkeit bei kleiner gleich 30 km/h auf 0 Meter gesetzt, kleiner gleich 40 km/h bei 50 Metern, 0 Meter bei Einfahrt gegen Prellbock, kleiner gleich 60 km/h auf 100 Meter und alles, was größer ist als 60 km/h, liegt dann bei 200 Metern. Siehst du, wir haben mit Durchgangsgleis 120 km/h. Mehr als doppelt so viel, was. Also über den 60 km/h. Siehst du, wir haben einen Durchrutschweg von 200 Metern. Hinter dem Außersignal. Wenn wir jetzt das Einfahrsignal, Außersignal jetzt zum Beispiel 50 Meter dahinter setzen würden, was ungefähr hier auf der Höhe wäre, und wäre hier auf der Hälfte,
Wären das hier 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 550. Das heißt, 200 Meter müssen nochmal dran. Machen wir auch gleich. Irgendwie kommt es mir so vor, als hätte ich mit den Gütergleisen etwas übertrieben. Ja gut. Kann ja mal so aussehen. Ich meine, das ist sowieso nur ein Ladestraßengleis, das ist nicht besonders lang. Das würde ich mal. Wie lange macht man das jetzt am besten? Dass es dann irgendwie reingeht. Na komm, 730 Meter ist auch ein bisschen viel. Würde ich dann hier gleich schon zusammenführen und dann. Schauen wir mal. Hier haben wir schon mal 100 Meter, führen wir hier rüber. S-Gleis, den Werten. Und dann der Lückenschluss. Das ist eigentlich auch bloß eine Schutzweiche. So kann ich die schon miteinander verbinden. Fahrt, Fahrt. Wandert auf die passende Seite, bekommt die ID 24 noch zugewiesen, die 25. Gut. Nächste ist dann der Anschluss der Gütergleise, die dann hier rüberkommen. Na, das wird eine fette Gleisarfe werden. Müssen wir erstmal wieder richtig hinsetzen. Oder? Ich mache das Gleis hier einfach bloß bis hierhin. Ich mache das sozusagen als Art Abstellgleis. Ich würde sagen, dass es an der Stelle endet. Nochmal hier raus für meine 25. Jetzt hat sich das Ding umgestellt. Jetzt hat sie die falsche Richtung drin. Jetzt hat das ja begriffen. So, hier einmal 10 Meter rüber. Mit einer DKW. Also einer doppelten Kreuzungsweiche. Und eventuell muss ich das hier auf 10 Meter verkürzen.
alles nochmal zurück. Das Gleis bleibt liegen. So wie das jetzt ist, passt das irgendwie nicht. Ja. Ich habe jetzt kurz nochmal umüberlegt. Baue das hier rüber. Ich baue nochmal auf diese Gleislänge, die ich vorher gesagt hatte. Die Meteranzahl. Die Gleise kommen von hier rüber. Rüber, das sind. Das sind doch diese 12, noch was. Diese komischen 12, noch was. Wegen den. Diesem kuriosen Paradoxon, den ich. Weil die ja diese komische Gleisbreite haben, so rum, wollte ich sagen. S-Gleis. Normale Werte. 12,32. So, das nochmal abspeichern. Dann hierhin. Das kann raus. Wird so rum angeschlossen. Da habe ich wenigstens noch ein bisschen was geschafft. Dazu muss ich sowieso dann umbauen. Da kommt keine DKW hin, die kommt hier hin. So, gut. Kaum was geschafft, aber besser als gar nichts. Und ja, in den nächsten Folgen geht es dann darum, die Gleise hier allesamt anzuschließen. In diesem Sinne war es das dann auch erstmal von dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Part von EP.